Jahre genau Nora Danne eingezogen ist. Wo sind eigentlich Noras Möbel? Sie sind im Keller, Katharina. Das bunte Zeug, das hat hier nicht wirklich reingepasst. Na, endlich. Hallo, ihr Lieben. Oma. Mein Engel. Alles Liebe zum Geburtstag. Danke. 2,5 Stunden. Ja, tut mir leid. Halb so schlimm. Wie war's in der Klinik? Ihr werdet's nicht glauben. Ich fahre nach St. Petersburg. Was? Ja. Professor Holzer hat mich nach der OP gefragt, ob ich ihn vertreten will. Wobei? Beim Internationalen Anästhesistenkongress. Großartig. Wahnsinn, oder? Aber ich muss einen Vortrag halten. Worüber? Über das künstliche Koma als postoperative Maßnahme. Aha. Möchtest du noch was essen? Wir haben uns auch zum Thailänder geholt. Ja, gerne. Ich mach's dir schneller. Super, danke. Wundervoll. Petersburg. Vielleicht treffe ich ja deinen Soldaten. Grisha. Der kam noch aus St. Petersburg, oder? Ah, meine alten Geschichten. Du hast nie wieder was von dem gehört? Es gibt auch noch Weißwein. Nö, danke. Warum hast du eigentlich nicht versucht, ihn wiederzusehen? Es ist zu lange her. Wer weiß, ob er sich überhaupt noch an mich erinnert. Glaubst du denn, du kriegst das hin mit deinem Vortrag? Ich meine, wegen deinem Lampenfieber und deiner Redeangst. Ja, da muss ich mir halt besonders Mühe geben diesmal. Danke fürs Essen. Guten Appetit. Mhm. Hat heute nicht irgendwas gefehlt? Was denn? Naja, wenn ich mich recht entsinne, dann hatte ich dir ein Geschenk versprochen. Stimmt. Ich kriege noch ein Geschenk von dir. Also, ich hoffe, meine Überraschung ist das Richtige für eine so engagierte, erfolgreiche und reiselustige Anästhesistin, wie du es bist. Erik, sowas kostet doch ein Vermögen. Das bist du mir allemal wert. Ja, aber ich kann sowas doch gar nicht tragen. Das, Ich finde, es ist die schönste Art, die Frau zu fesseln, die man liebt. Danke. Perfekt. Wie du. Nora, ich weiß, 8 Monate sind keine lange Zeit, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich dich schon ewig kenne. Und willst du mich heiraten? Und? Was hast du gesagt? Erst habe ich rumgestottert und dann habe ich ja gesagt. Was? So schnell? Du bist doch glücklich mit dem, oder? Ja. Bin ich. Und wo liegt das Problem? Es gibt kein Problem. Erik ist perfekt. Also, so ziemlich jedenfalls. Aber wir kennen uns erst 8 Monate. Weißt du? Wenn dein Gefühl dir sagt, er ist es, dann mach's. Hier war. Du bist eingeteilt, mein Lieber. Bitte, Jelena, lass mich in Ruhe mit dem Blödsinn, ja? Schau mal, hier steht's. Dr. Andrei Michailow. Und hier steht Begleitung von Dr. Nora Sanders, Berlin, Deutschland. Ach, ich hab ihn. Du hältst bekanntermaßen nicht viel von Freundlichkeit und Höflichkeit, aber wenn du dich einfach mal für 3 Tage zusammenreißen könntest. Die Kongressleitung will uns doch bloß als kostenlose Chauffeurin Stadtführer. Olitschka, kommst du mal bitte? Mach mir meine Arbeit auch nicht so schwer. Andruscha, ich tue das doch nicht, um dich zu ärgern.
Da bin ich mir bei dir nicht so sicher. Olitschka, kann ich mir mal dein Auge ansehen? Mm-mm. Oh. Der kleine Hund und ich, wir würden aber gern mal gucken, ob alles gut ist. Und wenn der kleine Hund das ansehen darf, dann bleibt er bestimmt bei dir. Willst du ihn mal halten? Mhm. Also. Ja, aber das sieht doch schon sehr gut aus. Danke, mein Schatz. Der kleine Hund bleibt jetzt bei dir. Sie wird auf diesem Auge nie wiedersehen können. Ich weiß, dass du genug zu tun hast. Aber andere Kollegen müssen es auch machen. Also? Wieso braucht jeder Mediziner, der an diesem Kongress teilnimmt, ein Kindermädchen? Frag mich nicht. Ich bin nur im Organisationsteam. Ich dachte, die Zeit, in der ich nach deiner Pfeife tanze, ist vorbei. Das Meeting ist wirklich wichtig. Wir machen die gesamte Software für die deutsche Zentrale von McLaren. Ich komme schon zum Flughafen. Mach du mal dein Business. Vielen Dank für das schöne Armband und dieses tolle Kofferset. Nicht der Rede. Hallo. Hast du alles? Ticket, Pass, Geld, Hoteladresse? Ich glaube schon. Und keine Flüssigkeiten im Handgepäck? Ist Insektenspray eine Flüssigkeit? Was willst du denn damit? Ja, weiß ich, was mich erwartet. Komm, gib her. Sonst alles dabei? Handy, Ladegerät? Ja. Okay. Und deine Unterlagen? Ja. Okay. Mach's gut. Tschüss. Und ruf an, wenn du angekommen bist. Sobald ich im Hotel bin. Ich hab meinen Schlüssel vergessen. Komm, nimm meinen. Ich hab noch einen im Büro. Ja? Ciao. Tschüss. Nora Sanders, das freut mich. Da bin ich aber froh. Ich dachte schon, ich müsste hier ganz alleine. Ich weiß nicht mal, in welchem Hotel ich untergebracht bin. Sie sind Dr. Andrei Michailov, der sich um mich kümmern soll. Ja, so hat es der Kongress beschlossen. Hm. Sind das Ihre Sachen? Ja. Wie lange wollen Sie bleiben? 3 Tage. Ich war mir nicht ganz sicher, was ich einpacken soll, weil ich nicht wusste, wie das Wetter hier sein wird. Wir haben hier Sommer. Und Sie? In Deutschland? Sommer. Sie an. Es gibt also Gemeinsamkeiten. Sie wohnen im Hotel Metropol. Steht das nicht in Ihren Papieren? Doch, wahrscheinlich schon, aber die sind im Koffer. Ich habe mir nur Ihren Namen gemerkt. Sie sind der berühmte Dr. Andrei Stefanowitsch Michailov aus der Kinderklinik Nummer 3. Ich habe im Internet nachgeguckt. Sie haben schon 5 Veröffentlichungen über Ihre OP-Technik in der Neurochirurgie. Die Tür geht schwer auf. Sie müssen unten mit dem Fuß gegen die Leiste treten. Fester. Vielleicht machen Sie es besser. Ist ja toll hier.
tolle Gebäude da. Was war das eben? Die Eremitage. Ja, das ist ja Pflichtprogramm. Die Eremitage und die Erlöserkirche. Ja, ja, Prachtbau. Ich hoffe, Ihnen gefallen Fassaden. Was anderes werden Sie hier nämlich nicht zu sehen bekommen. Ja, 3 Tage sind natürlich nicht viel Zeit. Es geht nicht um viel Zeit oder wenig, sondern was man damit macht. Ja. Gut. Ja. Bin in 20 Minuten da. Ich werde Sie jetzt an einem Taxistand absetzen. Ist was passiert? Das Taxi wird Sie dann zum Hotel bringen. Gut. Es geht einfach nicht. Ich verliere zu viel Zeit. Ja, es ist ja kein Problem. Zum Hotel Metropol. Ich hole Sie morgen um 9 ab. Hallo. Keine Panik. Nichts passiert. Ich fahre Sie ins Hotel. Hallo. Der Gehirnschlag kam beim Spielen. Wie heißt Sie? Svetlana Ivanova. Heute ist Ihr 8. Geburtstag. Das wird nicht der letzte sein. Kommen Sie rein, wir holen die Polizei. Alles ist gestohlen. Mein Geld, meine Sachen, meine Unterlagen, mein Laptop. Alles. Hauptsache ist doch, Madame, dass Sie gesund sind. Es hätte auch alles schlimmer ausgehen können. Muss ich nicht eine Anzeige erstatten oder sowas? Ich brauche die Sachen ganz dringend. Ich werde mich um alles persönlich kümmern. Vielleicht versuchen Sie einfach, Ihren Aufenthalt trotzdem zu genießen. Wie wär's mit einem heißen Tee? Dürfen wir Ihnen ein Samovar aufs Zimmer bringen? Ein Samovar? Ja, gut. Wenn ich mich vorstellen darf, mein Name ist Aljoscha. Zimmer 212 und einen Samovar für die Dame. Danke. Sag mal, Erik, du würdest doch niemals einen Gast, für den du Verantwortung hast, einfach so aus dem Auto werfen, nur weil du... Nein, ich will nicht sofort nach Hause kommen. Ich will diesen verdammten Vortrag halten. Hör mal, Ich kann jetzt nicht mehr telefonieren, okay? Weil ich jetzt heulen will. Ja, tschüss. Guten Morgen. Was ist denn das? Das sind Blinis.
Möchten Sie die mit Sorasano und Lachs oder mit Kaviar? Oder gleich beides. Ach, Sie sind schon da. Ist es schon so spät? Ich bin 4 Minuten zu früh. Ja. Aber kein Problem. Ich warte in der Halle. Ja. Zum Frühstück lieber was Süßes, bitte. Sehr gern. Wie war der Kaviar? Sehr lecker. Aber man soll ihn nicht so herunterschlingen. Ein Stör hat dafür sein Leben gegeben. Sie haben sich zu sehr beeilt. Ich hatte nur 4 Minuten. Nicht, dass er ihm beim Kongress im Magen liegt. Ach, jetzt machen Sie sich Sorgen um mich? Das ist ein bisschen spät, oder? Mein Wagen steht da vorne. Ich nehme den Shuttle. Ja, aber das dauert doch viel länger. Das macht nichts. Ich fahre doch sowieso dahin. Das ist Ihr Problem. Guten Tag, Nora Sanders, Berlin. Ich komme gleich. Dr. Sanders? Ja? Ich bin Jelena Lichatschowa vom Organisationsteam. Ah. Herzlich willkommen. Hallo. Für Ihren Vortrag übermorgen haben sich schon mehr als 100 Interessenten angemeldet. Oh. Also vor Ihnen spricht Professor Jenkins aus Chicago um 11 und Sie sind dann um 12.30 Uhr. Ich hoffe, jemand aus meiner Klinik kann mir meine Dateien zumailen. Oder was glauben Sie, wie wahrscheinlich ist es, dass man gestohlene Sachen wiederbekommt? Ihnen wurde etwas gestohlen? Ja, gestern auf dem Weg vom Flughafen. Mein Taxi ist überfallen worden, mein Laptop, meine Sachen, es ist alles weg. Aber ich denke, Dr. Michailow hat Sie abgeholt. Ja, das stimmt, aber dann hat er... Ich weiß nicht. Keine Zeit mehr gehabt, was Besseres zu tun gehabt. Auf jeden Fall bin ich das letzte Stück mit dem Taxi gefahren. Dr. Michailow ist Ihnen eine Erklärung schuldig. Ich werde ihn sofort suchen lassen. Jelena? Ja? Professor Alvarez braucht dich dringend. Bitte, ich komme sehr gut ohne Dr. Michailow zurecht. Sagen Sie mir einfach nur, wo ich ins Internet komme. Im Pressezentrum, da vorne rechts. Okay, danke. Professor Alvarez? Ja, hat alles geklappt mit Runterladen und so. Ja, tausend Dank nochmal. Naja, jetzt werde ich mich mal ein bisschen umgucken hier und... Genau. Ja, ganz liebe Grüße an die Kollegen. Ja, danke. Tschüss. Wissen Sie, warum jeder immer nach seinem eigenen Namen sucht auf diesen Teilnehmerlisten? Vielleicht, weil er Angst hat, gar nicht zu existieren. Haben Sie eine Sinnkrise? Sie vielleicht nicht? Nein. Ja, das ist der Unterschied zwischen Ihnen und mir. Zwischen Deutschland und Russland. Die Frage, wer glücklicher ist. Die, die suchen, oder jene, die glauben, dass sie das Glück schon gefunden haben? Haben Sie nicht irgendwas ganz Dringendes zu erledigen? Hab ich. Aber ich muss mich ja um Sie kümmern. Oh, bitte tun Sie das nicht. Es war ein wunderbarer Vormittag bisher. Ja, das ist schön für Sie. Ich hatte bereits ein Treffen mit einem aus dem Gesundheitsministerium. Mhm. Kontakte pflegen, ja? Nein, um Medikamente betteln. Es hat aber nichts gebracht. Aber für die geschätzten Kongressteilnehmer gibt es übrigens gleich eine Führung zur Erlöserkirche. Danke für den Tipp. Ja, Sie würden mir einen Gefallen tun, wenn Sie sich dafür eintragen. Und keine persönliche Führung von mir erwarten. Von Ihnen erwarte ich gar nichts. Gut. Dann wünsche ich einen schönen Tag. Ich werde das nicht ins Protokoll schreiben, sonst steht dein Name auch drin. Was meinst du? Wenn eine Kongressteilnehmerin im Taxi überfallen wird, dann wirft das kein besonders gutes Licht auf die Arbeit des Organisationsteams. Wer ist überfallen worden? Ja, die Sanders. Wann? Gestern, und tu doch nicht so, du hast doch gerade mit ihr gesprochen. Oh, verdammt. Was finde ich nur an diesem Kerl? Heute darf ich Ihnen eine der zahlreichen Kirchen der Stadt St. Petersburg präsentieren.
die Erlöserkirche auf dem Zarenblut oder die Blutskirche im Volksmund oft genannt. Hier wurde nach dem Entwurf von dem bekannten Architekten Alfred Paland gebaut. Von 1883 bis 1900. Ich hab's vorhin erst erfahren. Haben die Kerle Ihnen was getan? Am 1. März 1881. Den Zeh hatte ich mir schon an Ihrem Wagen gebrochen. Aber danke, dass Sie fragen. Es tut mir leid, ehrlich. Ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Verstehen Sie, es gab einen Notfall in der Klinik und ich dachte, dass Sie mit dem Taxi... Warum haben Sie mir heute Morgen nichts gesagt? Ich komme mir vor wie ein mieses, chauvinistisches Arschloch. Wirklich? Wie schön, bewahren Sie sich das Gefühl für eine Weile. Er befahl nur noch, zu Hause sterben zu wollen. Ich mach das wieder gut. Lieber nicht. Ein Schreck reicht mir. Warten Sie. Der Verwalter der Kirche ist ein Bekannter von mir. Er könnte Ihnen eine private Führung geben. Ist nicht nötig. Dann lassen Sie mich Ihnen etwas von Petersburg zeigen. Etwas anderes als die üblichen Touristenorte. Zum Beispiel eine kleine Promotionsfeier von einem meiner Doktoranden. Und ich glaube, Wassili Gregorowitsch könnte Ihnen gefallen. Und wieso? Weil er anders ist als ich. Das klingt in der Tat vielversprechend. Sie kommen mit? Die Kirche steht schon 90 Jahre. Die ist morgen auch noch da. Geben Sie mir eine Chance. In der sowjetischen Zeit diente diese Kirche als Kartoffellager. Ich muss nur noch eben schnell ins Krankenhaus. Das ist jetzt nicht Ihr Ernst, oder? Ja, aber da liegt sein Geschenk. Ich kann doch nicht mit leeren Händen dahin gehen. Ja. Es ist offen. Sie müssen nur feste dagegen treten. Würden Sie mir dafür bitte Ihren Schuh leihen? Ich bedauere, dass ich Ihnen nicht bieten kann, was Sie gewohnt sind. Irgendwie hatte ich für einen kurzen Moment die Hoffnung, Sie wären ab jetzt ein bisschen netter zu mir. Mein Fehler. Es dauert nicht lange. Ich muss nur schnell ins Ärztezimmer. Aus rein beruflichem Interesse, kann ich mir die Klinik mal ansehen? Bitte, wenn Sie wollen. Ist Ihnen das nicht recht? Sie suchen doch nur einen kurzen Nervenkitzel. Diesen wohligen Schauer bei dem Gedanken daran, wie altmodisch und verfallen hier alles ist. Und dass Sie, Gott sei Dank, nicht unter diesen Umständen arbeiten müssen. Ja, das stimmt. Und außerdem interessiert es mich, wie jemand unter diesen Bedingungen einen solchen Ruf als innovativer Mediziner erlangt. Sie müssen mir nicht schmeicheln. Und Sie müssen nicht bockig sein, nur um bockig zu sein. Was ist? Kann ich mit? Mhm. Arbeiten Sie schon lange hier? Ich habe direkt nach dem Studium hier angefangen und es nie geschafft, mich wieder zu lösen. Und wo haben Sie studiert? In Deutschland. Da kenne ich die Meinung der Deutschen zu Russland. Hallo, Herr Görsch. Hallo. Und wie ist die? Na, die Russen sind alle korrupt, laut und singen im Wodka-Rausch. Spielen Sie immer die Rolle des Zynikers? Nein, ich habe zu selten Gäste wie Sie. Ach, das kann ja heiter werden. Ja, das wird's auch noch. Warten Sie ab, bis auf der Feier alle anfangen zu singen. Einen Moment. Fertig. Wir können wieder. Wo ist das Geschenk? Hier. Ein Mittel zum Wachbleiben. Sie verschenken Aufputschmittel bei einer Doktorandenfeier? Ja, er wird es brauchen können. Ihn erwarten jahrelange Nachtdienste als unterbezahlter Assistenzarzt. Also. Prost. Dr. Michailow. Hört mal alle her. Das ist er. Das ist mein Doktorvater. Das ist der Mann mit den goldenen Händen aus der Kinderklinik Nummer 3. Ist gut, Wassili. Darf ich vorstellen? Frau Dr. Nora Sanders aus Deutschland. Hallo. Freut mich sehr. Schön, mal jemand aus dem Privatleben dieses Arbeitswürdigen kennenzulernen. Ich bin nur hier wegen Er hat mir wirklich alles beigebracht. Der ist mein großes Vorbild. Ich habe noch ein kleines Geschenk für dich.
Was ist das? Das ist das Resultat meiner ersten Jahre als Assistenzarzt. Ein paar Tagebuchaufzeichnungen, ein paar Karikaturen meiner Chefärzte. Es soll dich wachhalten während deiner Dienste und vielleicht magst du ja auch was reinschreiben. Danke. Das ist wirklich sehr schön. So haben Sie also Ihre Nächte durchgestanden? Nicht jugendfrei, aber garantiert ohne Nebenwirkungen. So, und jetzt hat getrunken. Entschuldigung. Danke, alles gut. Auf den Besten! Auf den neuen Doktor! Prost. Ja, ist gut, oder? Prima. Hey, Nathalie Säge, schön, dass es einrichtet. Komm, Pirocken, stell hin. Sie brauchen mehr Platz, der Tisch ist zu klein. Könnt ihr mal das müssen Sie probieren. Pirocken, hausgemacht. Vorsicht, heiß. Aha. Ja, Messer und Gabel gibt gerade nicht. Gut, dann mit den Fingern. Frau Sanders, sind Sie eigentlich das erste Mal in Russland? Sehr lecker. Ja. Dann umso herzlicher. Willkommen. Prost. Kaputt? Der Kühler ist dran dicht. Haben Sie einen Kaugummi? Nein. Kann man den damit reparieren? Ja, bei diesem Wagen schon. Aha. Das sind Sie im Westen nicht mehr gewohnt, was? Alte Sachen reparieren. Ja, Sie bringen Ihr Auto ja schon in die Werkstatt, nur weil der Aschenbecher voll ist. Wir müssen improvisieren. Sie müssen nur Ihren Überfluss verwalten. Und selbst das ist Ihnen zu viel. Also jetzt greifen Sie ein bisschen sehr tief in die Klischeekiste, finden Sie nicht? Bei Ihnen gibt es so viele Möglichkeiten. Und trotzdem legt es jeder nur darauf an, sich ein angenehmes Leben zu machen. Und das ist hier anders. Anwesende natürlich ausgenommen. Nein, aber deswegen ist es trotzdem nicht richtig. Neben einem Idealisten kommt man sich so herrlich unmoralisch vor. In dem Laden da drüben gibt es Kaugummis. Und? Sind kühlertaugliche dabei? Keine Ahnung. Schmecken müssen sie. Ich muss das Zeug erstmal weich kauen. Möchten Sie jemand ein Souvenir mitbringen? Ja, ich hätte schon gern ein Andenken an diese Stadt. Sie wollen sich an mich erinnern? Als abschreckendes Beispiel, ja. Na, dann lassen Sie mich Ihnen etwas aussuchen. Bitte? Hier. So sehe ich Petersburg. Aha. Alt, aber elegant. Nein. Schön und eigenwillig. Ein bisschen so wie Sie. Gut, dann nehme ich die. Darf ich Ihnen die schenken? Bringen Sie den Wagen wieder zum Laufen. Das wäre mir Geschenk genug. Schön, dass Sie mitkauen. Das ist eine völlig neue Erfahrung für mich, müssen Sie wissen. Wir im Westen sind ja so dekadent, wir kauen gar nicht mehr selber, wir lassen nur noch kauen. Ich weiß. Können Sie es nicht leiden, wenn man Ihnen Recht gibt? Langweilt es Sie nicht, ständig im Unrecht zu sein? Wieso müssen Frauen immer das letzte Wort haben? Damit Männer wissen, wann Schluss ist. Ihren Kaugummi, bitte. Fühlen Sie sich am OP-Tisch auch so auf? Ich glaube, ich krieg's nicht hin. Sie haben umsonst gekaut. Wie, jetzt fahren wir doch zur Werkstatt? Wollen Sie es nicht noch mit einem Schokoriegel versuchen oder so? Ich habe gesagt, dass es geht. Nicht, dass ich es auch kann. Schade. Fast hätten Sie mich beeindruckt. Sind Sie so leicht zu beeindrucken? Versuchen Sie es doch. Vielleicht gelingt es Ihnen ja. Ja, bis zum Hotel ist es nicht mehr weit. Sagen Sie, weiß Ihre Großmutter, wo dieser Gregor Pavlovich lebt? Wie kommen Sie denn jetzt auf den? Nur so. Also, wenn dieser Gregor Pavlovich... Meine Oma nennt ihn Grischa. Wenn dieser Grischa also immer noch in Petersburg wohnt,
Dann könnte ich für Sie seine Adresse herausfinden. Falls er überhaupt noch lebt. Na, wenn doch. Wenn er jeden Tag an seine Geliebte in Deutschland einen Brief geschrieben hat und sich nicht getraut hat, ihn abzuschicken. Aha. So stellen Sie sich also die große Liebe vor, ja? Die Erlöserkirche ist jetzt geschlossen. Aber ich halte mein Versprechen. Morgen werde ich gleich zu dieser... Morgen muss ich mich um meinen Vortrag kümmern. Oh Gott, ich hoffe, ich schaffe das. Was meinen Sie? Das ist mein erster Vortrag. Das ist mein erster Kongress. Und ich dachte, Sie fliegen ständig um die Welt. Ach ja. Da hat jemand Vorurteile. Nur ein paar. Ganz kleine. Mhm. Ich reise nicht so gerne. Meine Eltern sind in Indien bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Da war ich 10. Erst kam ihre Särge, dann die letzte Postkarte. Wir vermissen dich, Liebes. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen. Hm. Oh, und ich hasse Reden vor vielen Menschen. Ich habe solches Lampenfieber, ich fange an zu stottern. Wenn es ganz schlimm ist, kriege ich Schluck auf. Will mir gar nicht vorstellen, wie sich das durch ein Mikro anhört. Wahrscheinlich wie... Knallfrösche. Danke, jetzt geht's mir besser. Sie dürfen nicht an das Publikum als Gruppe denken, sondern am besten, Sie suchen sich jemanden heraus und erzählen sozusagen ihm persönlich, was Sie vorzutragen haben. Und wen? Einfach jemand, der Ihnen sympathisch ist. Und bleiben Sie mit dem Blick bei ihm. Dann fällt es Ihnen viel leichter, die vielen Zuhörer zu vergessen. Ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Na, mehr als schief gehen kann es ja nicht, oder? Sie verstehen es wirklich, jemandem Mut zu machen. Ich würde gerne noch weiter mit Ihnen durch die Stadt spazieren. Haben Sie Zeit? Ja. Klinik bin ich frei. Kein Geld, keine Verpflichtungen. Und so kann ich eben auch Kinder umsonst behandeln, die kein Geld für eine Operation hätten. Gute Einstellung. Sehr selten. Der rote Kofferraum. Das ist er doch, oder? Das ist doch das Taxi. Ja? Halt! Halt, bleib! Stopp! Du sollst den Motor ausmachen! Halt an, mach den verdammten Motor aus! Nein! Oh Gott. So ein Idiot. Hallo? Ist alles in Ordnung? Oh wei. Ist alles gut? Ja? Ja. Kommen Sie. Er entkommt uns nicht. Naja. Das war aber nicht mein Taxifahrer. Aber es war das Auto. Kann ich dir was zu schreiben haben? Ja, natürlich. Er hat nur eine andere Schicht gefahren. Lassen Sie mich mal die Wunde anschauen jetzt, bitte. Das ist das Kennzeichen. Ja, ich werde es sofort an die Polizei weiterleiten. Gut. Was haben Sie gesagt? Kommen Sie. Setzen wir uns hier rüber, dann kann ich mir das angucken. Naja, wild ist es nicht, aber eine kleine Narbe wird bestimmt bleiben. Ich habe mich für Sie geprügelt. Das habe ich gesehen. Dabei bin ich ein friedliebender Mensch. Das habe ich nicht gesehen. Aber Sie haben offenbar Talent als Taschendieb. Was meinen Sie, wie ich mir mein Studium finanziert habe? Ach, Sie trauen mir aber auch alles zu. Naja, ja. Wie war eigentlich der Vorname von Ihrem Vater? Konstantin, wieso? Dann heißen Sie also hier Nora Konstantinova. Nora Konstantinova. Das ist schön. Madame, die sind für Sie abgegeben worden, aus Berlin. Mhm. Ich lasse Sie auf Ihr Zimmer bringen. Ja, danke.
So, das blutet jetzt noch. Immer schön Gegendruck. Wie war der Kaviar heute Morgen? Kein Kaviar. Ja, war Pirocken? Keine Pirocken. Deutsches Frühstück. Zurück zum Gewohnten. Gar kein Frühstück. Ich habe an meinem Vortrag gearbeitet. Sehr gut. Dann haben Sie Hunger, Nora Konstantinova. Ja, richtig gut. Ich habe eine Freundin im Einwohnermeldeamt. Sie hat in der Kartei keinen Hinweis auf ihren Grischer gefunden. Sie haben sich nach ihm erkundigt? Wie heißt eigentlich Ihre Großmutter? Katharina. Ihr Katharina. Das ist schön. Entschuldigung. Ja? Gut. Ich bin gleich da. Es ist wieder ein Notfall. Aha. Wo ist der nächste Taxistand? Hallo. Michia, Frau Dr. Sanders aus Deutschland. Eine Kollegin von dir. Der Gehirndruck steigt kontinuierlich. Wir müssen uns beeilen. Wie hoch? 3,9 bei der letzten Messung. Die Ergebnisse der CT? Habe ich drin. Bitte. Hier eine Blutung, da noch eine. Ich glaube nicht, dass der Junge das überstehen wird. Ja, wir müssen es versuchen. Was du noch wissen solltest, es ist der Sohn von Boris Nikolajewitsch Wronski. Wronski? Der Immobilienboss? Ja. Wieso schickt er seinen Kleinen nicht in eine Privatklinik? Das ist während einer Sportveranstaltung passiert, hier ganz in der Nähe. Deswegen haben sie ihn zu uns gebracht. Wronski weiß es noch gar nicht. Na, wir schaffen das. Wir haben das früher auch schon geschafft. Andruscha. Der Junge wird den Eingriff wahrscheinlich nicht überleben. Stell dir doch mal vor, was Wronski machen wird, wenn er erfährt, dass sein Sohn auf unserem OP-Tisch gestorben ist. Ja, und? Wenn du unbedingt operieren willst, bitte. Dann ruf Dr. Kalenko an. Der soll für mich übernehmen. Ich kann das nicht. Sag mal, spinnst du? Du machst die Anästhesie. Verdammt auch mal. Und zwar so schnell wie möglich. Was kann dieser Wronski denn tun? Wronski ist der reichste Mann der Stadt. Der kann unsere Karrieren beenden. Das kostet ihn ein müdes Lächeln. Ja, und du willst den Jungen sterben lassen, weil du die Hosen voll hast. Mach, dass du in die OP kommst. Wir fangen an. Sofort. Schneiden. Ja. Kommt langsam zurück. Ist zu früh. Wie lange brauchst du noch? Halbe Stunde. Fünfzehn pro Minute sind zu viel. Mitya, kriegst du das hin? Wenn Sie wollen, übernehme ich. Okay.
Er wird es schaffen. Du warst gut. Danke. Und du hast mit ja den Job gerettet. Entschuldigung. Darf ich? Warst du in New York? Nein. Das hat mir Jelena gemalt. Du kennst sie vom Kongress. Ja. Sie hat dir das gemalt. Sie liebt New York. Obwohl sie nie da war. Sie träumt ständig davon, weil sie es hier in Russland nicht mehr erträgt. Wieso fährt sie nicht hin? Kriegt sie kein Visum? Sie sagt, sie fährt nur, wenn ich mitkomme. Aha. Magst du nicht noch etwas essen gehen? Nein, das ist viel zu spät. Ich habe ja morgen den Vortrag. Wenn du willst, dann können wir dein Manuskript einmal durchgehen, damit du dich morgen sicherer fühlst. Ich nehme es, wie es kommt. Ich brauche jetzt eine Dusche und mein Bett. Und ich muss noch telefonieren. Mit dem, der dir die Blumen schickt. Das geht dich, glaube ich, nichts an. Also dann... Nora! Warte bitte! Was ist los? Was soll los sein? Na, du bist auf einmal so... Was willst du? Ich weiß nicht, was die anderen Frauen von dir wollen, aber ich will nichts von dir. Du kommst früher. Das ist doch super. Ja, mach das. Ja, und wenn du Hilfe bei der Umbuchung brauchst, dann ruf einfach meinem Büro an. Die können dir gut, wie du willst. Und dein Vortrag? Ja, das klappt schon. Mach dir keine Sorgen. Ich freue mich auf dich, mein Schatz. Ja, bis morgen. Wronski? Wo ist mein Sohn? Schmerzen? Nein. Warum hat man Nikita nicht in die Universitätsklinik gebracht oder ins amerikanische Hospital? Die hätten auch nichts anderes gemacht. Wir konnten sie nicht erreichen. Wenn wir eine halbe Stunde später angefangen hätten, wäre es zu spät gewesen. Beurteilen Sie das Krankenhaus bitte nicht nach dem Äußeren. Ihr Sohn wird hier gut versorgt, Herr Wronski. Geben Sie uns Zeit. Nikita ist auf keinen Fall transportfähig. Wie heißen Sie? Andrei Stepanowitsch Michailow. Wenn meinem Sohn irgendetwas passiert, mache ich Sie fertig. Das ist mir klar.
Guten Tag, mein Name ist Dr. Nora Sanders. Ich komme aus Deutschland, aus Berlin. Und ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem Vortrag über das künstliche Koma als postoperative Maßnahme. Bei 80% der Polytrauma-Patienten, die wir nach einer Operation in ein Heilkoma versetzt haben, konnten Schlaftiefe und der Grad der Muskelentspannung medikamentös so eingestellt werden, dass eine künstliche Beatmung nicht mehr in Anspruch genommen werden musste. Der Patient bedarf allerdings einer ständigen fachärztlichen anästhesiologischen Überwachung, die durch die entsprechenden medizinischen Einrichtungen in Fachabteilungen moderner Kliniken ermöglicht wird. Bei 5-15% der Patienten kann es nach einer Operation zu einem Delir kommen, was eine ernste und potenziell tödliche Komplikation darstellt. Bei zusätzlich gesteigerten Risikofaktoren wie hohem Alter, medikamentöse Mehrfachtherapie, somatischen und psychiatrischen Störungen finden wir eine noch weitaus höhere Inzidenz. Und ich meine, wir sollten uns mit Kraft und Intensität der Erforschung dieses neuen Therapieansatzes widmen. Vielen Dank. Danke, das freut mich. Dankeschön. Sie war gut. Ja. Bist du extra ihretwegen gekommen? Was kümmert's dich? Mich wundert's nur, dass du die Zeit für sowas hast. Sehr schön. Es gibt eben Sachen, die lassen sich nicht verschieben. Entschuldigung. Ja. Ja, großartig. Wo denn? Krasny Bor. Vielen Dank. Danke. Was ist in Krasny Bor? Da fahre ich heute mit dir hin. Sobald ich sie gefunden habe. Da bleibt dir aber nicht viel Zeit, würde ich sagen. Wieso? Ach, das weißt du gar nicht. Sie hat umgebucht. Ihr Flug geht um 16 Uhr. So, bitte sehr. Ihre Handtasche und ihr Laptop hat die Polizei leider nicht zurückbekommen. Aber sonst? Danke. Bitte kommen Sie später noch mal. Ich bin noch nicht... Dein Vortrag war gut. Danke. Und danke für die Koffer. Schon gut. Du brauchst dich nicht zu bedanken. Du wolltest also nach Deutschland zurück, ohne Adieu zu sagen? Adieu. Adieu. Nora Konstantinova. Hallo? Ja, Sie können das Gepäck jetzt abholen. Mhm, danke. Ich dachte, vielleicht fahren wir nach Krasny Bor. Da wohnt Gregor Pavlovich, die große Liebe von Jekaterina. Das sagst du mir jetzt? Mit dem Auto brauchen wir 2 Stunden. Vielleicht 3, wenn viel Verkehr ist. Den Flieger nach Deutschland wirst du wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Nach morgen ist auch noch ein Tag. Mein Auto steht vor der Tür.
Merkst du? Du sollst noch nicht abreisen. Die Gegend, wo wir jetzt hinfahren, ist wunderschön. Es gibt viele Seen, viele Wälder und... Fantastisch. Mhm. Ja. Ah! Fährt sie mit? Bis dann. Jelena, was machst du denn hier? Du fährst nach Krasny Bor? Ja. Und? Ich habe Freunde in Bjelovsk. Ich dachte, du könntest mich vielleicht mitnehmen. Es liegt genau auf dem Weg. Ich meine, wenn sie nichts dagegen haben. Wieso sollte ich was dagegen haben? Hast du den Kühler jetzt eigentlich repariert? Kaugummi kaut. Mit einer ordentlichen Kühlerdichtung. Ja. Der raue Charme russischer Autos, der wird mir fehlen. Halt an. Halt an! Steigen Sie vorne ein. Wieso? Weil dieser Kerl uns sonst noch gegen den Baum fährt. Er schaut nämlich nicht auf die Straße, sondern immer nur in den Rückspiegel. Du sitzt aber gerne hier. Wir tauschen. Es ist fast so friedlich wie im Taxi. André und ich gehen nach Amerika. Wirklich? Ich dachte, André... Er hat ein Angebot aus New York bekommen. Er kann da sehr viel mehr Geld verdienen als hier in Russland. So ein talentierter Mann. Der arbeitet hier für einen Hungerlohn. Wovon redest du? Von Amerika. Von einer Villa mit Swimmingpool. Ich schwimme doch für mein Leben gern. Dann schwimm doch nach Amerika. Fahren Sie nach St. Petersburg? Ja. Nehmen Sie mich mit? Na klar. Sie scheint ja noch sehr an dir zu hängen. Das mit Jelena ist zu Ende. Schon seit Wochen. Du musst mir gar nichts erklären. Es geht mich gar nichts an. Also. Doch. Ich will, dass du das weißt. Meine Beziehung zu Jelena ist zu Ende. Entschuldigen Sie, gibt es hier einen Gregor Pavlovich? Da hinten, dann rechts.
Entschuldigung, Gregor Pawlowitsch? Herr Pawlowitsch, das ist Nora Konstantinova, die Enkeltochter von Jekaterina aus Berlin. Ja, das sehe ich. Danke. Meine Großmutter hat mir von Ihnen erzählt. Von Berlin damals. Vom Ostsektor 1946. 2. Oktober 1945 bis 14. Juni 1946. Da blühte auf den Feldern der Mohn. Sie war jung, 19, und trug dieses Cello. Ja, sie war auf der Musikakademie. Ich konnte sie jeden Tag sehen. Um 16:30 Uhr. Wenn sie an unserer Kaserne vorbei musste. Sie hat mir zugelächelt. Aber ist nie stehen geblieben mit ihrem Cello und diesem langen Zopf. Am 1. Oktober bin ich ihr bis zu ihrem Haus gefolgt. Und am 2. stand ich dann vor der Tür, weil sie war so dünn, wie ein Schilfrohr. Und ich hatte ein Stück Rentierschinken, den habe ich ihr gebracht. Rentierschinken? Ja, ich weiß nicht, worüber sie sich mehr gefreut hat. Über mich oder über den Schinken. Und dann habe ich ihr gesagt, dass ich auch Musik mache. Akkordeon. Cello, Akkordeon, was für eine ungewöhnliche Kombination. Hm. Im Juni wurde ich dann abkommandiert. Viel eher als erwartet. Ich hatte kaum Zeit, uns zu verabschieden. Und hier war es Militärangehörigen verboten, Kontakt zum Westen zu haben. Kein Telefon, kein Brief. Diese Ähnlichkeit, wenn du lächelst, das ist, als wäre sie selbst. Ja. Haben Sie auch Enkelkinder? Bitte einen Augenblick. Ich bin gleich wieder da. Und? Er hat nie geheiratet. Er hat sie nicht vergessen können. Diese Haarspange hat sie das letzte Mal bei mir liegen gelassen. Du hast mich auch noch ausgelacht, als ich gesagt habe, dass er vielleicht genauso lange gewartet hat. Der arme Mann ist doch schrecklich. Nein, das ist schön. Für ihn? Aber es ist doch schrecklich, zu wissen, man hat seine Liebe verlassen und wird sie wahrscheinlich nie wiedersehen. Das ist ja furchtbar. Er musste ja. Er hatte keine Wahl. Aber er hat immer noch seine Erinnerung. Hm. Und dir würde das reichen? Es gibt so einen blöden Kalenderspruch. Der heißt, wenn es nicht so ist, wie man will, muss man wollen, wie es ist. Stimmt. Ja, ne? Der ist wirklich blöd. Liebster Krischer, auch dieser Brief wird dich nie erreichen. Ich werde ihn zu den vielen anderen legen. Mein geliebter Krischer, morgen werde ich heiraten. Einen Mann, der mich aufrichtig liebt und dem ich eine gute Ehefrau sein will. Auch wenn du für immer in meinem Herzen sein wirst. Ich liebe dich.
Leb wohl. Ja, gut. Danke. Mhm. Wiederhören. Ich habe einen Flug morgen früh. Muss dein Handy aufladen. Ja, dann geht jetzt jeder wieder in sein Leben zurück. Das Flugzeug kann auch ohne dich starten. Ja, das stimmt. Aber ich kann doch nicht. Ich weiß überhaupt nichts von dir. Was möchtest du wissen? Lass es, André. Was mit uns passiert ist, ist. Nora. Wieso willst du gehen? Ich kann doch nicht einfach hier bleiben. Natürlich kannst du. Du musst. So einen Menschen wie dich findet man nur einmal im Leben. Ich kann dich doch nicht einfach gehen. Was zieht dich so sehr nach Deutschland zurück? Ich bin so gut wie verlobt. Ja. Mit dem, der dir die Blumen schickt, die du kaum beachtest. Das hat überhaupt nichts zu sagen. Nora, merkst du nicht, dass das mit uns was Besonderes ist? Wir kennen uns 3 Tage. 2,5 davon haben wir uns gestritten. Ich kann doch nicht wegen einer Gefühlswallung mein ganzes Leben wegwerfen. Ich bin für dich eine Gefühlswallung? Du platzt in mein Leben. Du machst mir Hoffnung und ich bin für dich nichts anderes als eine Gefühlswallung. Lass uns hier verabschieden, ja? Komm morgen nicht zum Flughafen. Es wird ja alles nur immer schlimmer. Ja, alles wird immer schlimmer. Zu Hause. Und wann war das? Gestern. Fronski ist hier mit einer Armada reingestürmt und hat gesagt, sein Sohn braucht ein besseres Krankenhaus. Aber der Junge war doch nicht transportfähig! Ihr hättet sie aufhalten müssen, verdammt! Wie kann ich einen Wronski aufhalten? Sag mir das bitte! Der ist hier mit 5 Ärzten angekommen. Die sind hier reingerauscht, haben den Jungen auf eine Hightech-Trage gepackt. Und weg waren sie. Das wird der Kleine nicht überleben. Da, das habe ich dir mitgebracht. Ich bin 60 Jahre alt. Meine kleine Spange. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, mein Engel. Dein Grischa, der weiß noch den letzten Tag, an dem ihr euch gesehen habt. 14. Juni 1946. Ich überlege oft, wie es wohl gewesen wäre, das Leben mit ihm. Aber ich hatte damals nicht die Kraft, nicht den Mut. Für diese Liebe. Auch verstehe mich richtig. Ich habe deinen Großvater wirklich geliebt. Aber so etwas wie Krischa.
passiert einem nur einmal im Leben. Aber ich komme damals nicht nach Petersburg. Das war alles anders. Man hatte Angst. Und gerade Russland, Leningrad. Heute ist alles anders. Wer hast du ihn denn gefunden? André? Nein. Richard. Im Archiv. Wir haben seine Adresse im Archiv gefunden und dann sind wir einfach losgefahren. 2 Stunden Richtung Süden von Petersburg aus. Ja. Und wer ist André? Ein Kollege. Der war sehr hilfsbereit. Was ist los? Irgendwas stimmt nicht mit dir, seitdem du wieder da bist. Soll ich auf dem Sofa schlafen? Nein. Nein. Ich gehe aufs Sofa. Dann hab doch den Mut und steh dazu. Hallo. Was soll das? Es geht nicht mehr. Was ist los? Verdammt nochmal, seitdem du in Russland warst, ist alles anders. Ich kann dir das nicht erklären. Liegt's an mir? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein. Hast du eine Affäre? Nora, wir wollen heiraten. Wir wollten eine Familie gründen. Wir können doch über alles reden. Ich meine, eine Affäre... Das ist keine Affäre. Es ist mehr als das. In Russland? Wie kann das sein? Du warst doch nur 3 Tage da. Ich war zu lange hier. Das habe ich nicht gemerkt. Es tut mir leid. Sind Sie frei? Ja, ja, gerne. Ach, gut. Oh, hallo, Frau Dr. Sanders. Hallo. Ist Dr. Michailow hier? Der arbeitet nicht mehr hier. Was? Wieso? Boris Wronski hat seinen Sohn aus dem Krankenhaus holen lassen.
Daraufhin ist der Kleine noch am selben Tag gestorben. Bronski gibt Dr. Michalow die Schuld daran. Der Vorstand unserer Klinik hat dem Doktor sofort gekündigt. Aber er hat vollkommen richtig gehandelt. Ich war ja dabei, das... Wo finde ich ihn jetzt? Erinnerst du dich an die kleine Sophia mit dem Aneurysma? Ja. Genau so müsst ihr es da auch machen. Die Infusion ganz langsam einstellen. Gut, machen wir. Dann der Hirntumor bei... Du meinst Fjodor? Ja, genau, Fjodor. Ja, da wollte ich mit dir drüber reden. Wir haben den Verband abgemacht, aber... Geh wieder rein. Hallo. Ich habe gehört, was passiert ist. Was machst du denn hier? Ich will bei dir sein. Ich dachte, du freust dich, mich zu sehen. Du bist gegangen und danach wurde alles anders. Wir werden zusammen eine Lösung finden, ja? Zusammen? Ich dachte, du bist so gut wie verlobt. Ich bin verliebt. In dich. Schlechte Wahl. Mich gibt's nicht mehr. Ich bin kein Arzt mehr. Ich habe Hausverbot in meiner Klinik. Ich verstehe, dass du dir Sorgen machst. Gar nichts verstehst du. Ich werde nie wieder hier arbeiten können. Hör doch auf, André. Wronski hat dir Unrecht getan, ja. Aber davon kannst du dich doch nicht kleinkriegen lassen. Du bist ein großartiger Chirurg. Die Welt wartet auf dich. Du kannst überall... Bla, bla, bla. Du redest schon genau wie Jelena. Bitte sehr. Danke, Aljoscha. Madame, schön, dass Sie wieder da sind. Hoffentlich bleiben Sie diesmal ein wenig länger. Sieht nicht so aus. Ja, bitte. Wronski. Ja. Wie war dein Name? Lassen Sie ihn rein. Das Gespräch führe ich allein. Sie werden mich nicht fertig machen. Soviel ich weiß, sitzen Sie auf einer Bank vor der Klinik. Damit ist jetzt Schluss. Ich werde arbeiten und Sie werden mich nicht davon abhalten. Denken Sie, ein Mann, der ein Kind auf dem Gewissen hat, wird Arbeit finden? Es ist leicht für reiche Menschen, ihre Schuld auf andere abzuwälzen. Meine Schuld? Wer hat denn Nikita aus dem Krankenhaus geholt? Wer hat sich über die medizinische Notwendigkeit hinweggesetzt, nur weil er das Geld dazu hat? Sie haben mir versprochen, dass meinem Jungen nichts passiert. Ihm wäre nichts passiert, wenn Sie sich nicht eingemischt hätten. Wollen Sie mir wirklich die Schuld am Tod meines Sohnes geben? Ich weiß natürlich, dass der Verlust... Reden Sie nicht von Sachen, die Sie nicht verstehen. Sie haben Ihre Arbeit verloren, ich meinen Sohn. Er war das Einzige, was mir von meiner Frau geblieben war. Sie haben doch überhaupt keine Ahnung, wie sehr man seine Familie lieben kann. Sie lieben ihre Arbeit. Reden Sie nicht von Verlust.
Guten Tag. Guten Tag. Schön, dass Sie gekommen sind. Danke. Ich war überrascht, von Ihnen zu hören. Ich dachte, Sie sind weg. Und bleiben es auch. Ja, meine Reise hierher wird nicht besonders lange dauern. Sind Sie wegen André hier? Ja. Dann haben Sie sicher gehört, was passiert ist. Mhm. Darüber wollte ich auch mit Ihnen reden. André ist am Ende. Er braucht Unterstützung. Er sitzt vorm Krankenhaus und versteht nicht, dass alles da für ihn vorbei ist. Und was wollen Sie von mir? Sie kennen sich doch aus mit Ärzten und Krankenhäusern und wissen, wo Leute gebraucht werden. Können Sie nicht da anrufen und sagen, dass ein hervorragender Chirurg zu haben ist? Wronski will ihn nicht arbeiten lassen. Das kann er wirklich tun? Ja. In den staatlichen Krankenhäusern bestimmt. Gibt es keine privaten, die unabhängig sind? Natürlich gibt's die. Die gehören Wronskis Konkurrenten. Ja. Ein Kontakt dahin, das ist alles, was André braucht. Ich werde einen Teufel für André tun. Wissen Sie, wie gut André in seinem Job ist? Ich weiß auch, wie er mich behandelt hat. Und für wen er sich entschieden hat. Hören Sie, das steht mir bestimmt nicht zu, aber ich bitte Sie um Ihre Hilfe. Ich glaube nicht, dass ich Ihnen helfen kann. Nicht mir, André. Sie haben ihn doch geliebt. Ich habe ein Visum für Amerika bekommen. Ich würde ihn heiraten und mit ihm da neu anfangen. Aber er will nicht. Er will lieber hierbleiben und den alten Zeiten hinterherheulen. Und Ihnen. Egal, was zwischen Ihnen war, lassen Sie André nicht tatenlos rumsitzen. Es kostet Sie doch nur ein paar Anrufe. In der sibirischen Provinz werden immer Ärzte gebraucht. Er muss Petersburg verlassen, ja? Was soll er denn noch hier, wenn Sie wechseln? Ich muss los. Schönen Tag noch. Ich hatte so Angst, dass du nicht kommst. Ich habe erst jetzt verstanden, dass... Du musst mir nichts erklären. Ich liebe dich. Aber ich habe keine Arbeit. Ich bin... Glaubst du wirklich, dass das eine Rolle spielt? Du bist der Mann, mit dem ich neu anfangen will. Reicht dir das nicht? Bist du sicher? Wäre ich denn sonst hier? Ein Fax für Sie, Madame. Gerade angekommen. Danke. Dr. Kutuzov im französischen Hospital sucht einen Chirurgen und eine Anästhesistin. Eine Nachricht von Jelena. Wieso schickt ihr Jelena eine Nachricht? Ich war bei ihr. Warum? Ich weiß nicht, ich habe gedacht, vielleicht kann sie... Jelena denkt auch, du solltest hier bleiben. Was denkst du? Ich denke, dass es noch so vieles in St. Petersburg gibt, was du mir zeigen musst. Thank you.
Lieber Grischa, das ist nur einer von vielen Briefen, die ich geschrieben habe. Aber er ist der erste, den ich sicher abschicken werde. Nora und André leben jetzt in Petersburg und ich werde sie besuchen. Ich komme nach Russland zum ersten Mal. Ich komme dahin, wo ich schon vor langer Zeit hätte sein können. Ich komme, um das zu finden, was ich lange Zeit vermisst habe. In den 60 Jahren ist viel passiert, aber nichts hat sich geändert. Ich trage dich noch immer in meinem Herzen. Was darf's sein? Brot oder Pirogge? Pirogge. To admit, I
let's just break it down. To you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell.